Pardon, guten Morgen. mRNA-Impfung gegen Krebs, das fiel heute in den Blick meiner Ehefrau, denn man muss sich ja grundsätzlich über alles informieren. Das finde ich wichtig. Man muss auch wissen, was die anderen denken. Und so liest sie auch weiterhin die Zellische Zeitung grob. So, und da sagte sie: Mensch, guck mal, ist das nicht ein Ding? Das, ja, ich habe sofort nachgeguckt. Antitumorimpfung AKH, das ist das Allgemeine Krankenhaus, hat ersten Patienten. Steht hier, dann habe ich den Artikel angeklickt, leider hinter einer Bezahlschranke. Ich habe es mal ein kleines bisschen habe ich da rausgezogen und siehe da, man sieht einiges, aber das ist noch nicht das, worum es eigentlich geht. Ich habe mir dann die Zeitung genommen, fotografiert, das ist der Artikel hier. Und diesen Artikel, den habe ich dann von Google mal schnell. Da habe ich den Text herauskopieren lassen und da lese ich euch die wichtigsten Stellen vor. Den Krebs von innen besiegen. Neuartige Therapien, AKH, also Allgemeines Krankenhaus, nimmt an europäischer Studie zu Antitumorimpfung teil. Bei dem Wort Impfung, ne, okay, da bin ich natürlich sofort wach geworden. So, ein großer Fortschritt in der Krebsbehandlung ist beispielsweise die sogenannte Immuntherapie. Für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich haben James Allison und Tasuku Honjo 2018 den Nobelpreis für Medizin erhalten. Gut, das ist das noch nicht. Neben beiden Nobelpreis, Obama hat auch einen Nobelpreis erhalten, ne? Friedensnobelpreis. Na gut, aber Achtung, es wird spannend. Dabei wird der Krebs nicht wie bei den bisherigen Therapien, also Operationen, Chemo und Strahlentherapie, nur von außerhalb des Körpers bekämpft. Die Immuntherapie unterstützt vielmehr das körpereigene Immunsystem darin, den Krebs zu bekämpfen. Ja, da gibt es ja auch einfachere Lösungen. Ne? Ich komme dann gleich drauf. So, und jetzt, bei einer kleinen Gruppe von Patienten mit einer speziellen Enddarmkrebsart hat diese Methode 2022 am Sloan Kettering Krebszentrum in den USA, New York, so gut funktioniert, dass bei ihnen der Krebs alleine durch die Immuntherapie, also ohne OP, Bestrahlung oder Chemo, zum Verschwinden gebracht werden konnte. Jetzt mal eine Anmerkung, die kann ich mir nicht verkneifen. Die Doktoren Friesen und Hilscher beobachteten bei einer vergleichsweise riesigen Gruppe, nicht bloß bei einer kleinen, dass DL-Methadon bei viel, viel mehr Krebsarten, nicht nur bei Enddarmkrebs, funktioniert und hervorragende Ergebnisse liefert. DL-Methadon ist ein anerkanntes Schmerzmittel der WHO und keine Ersatzdroge. Es ist aber sehr billig. Jetzt kann sich jeder seine Gedanken machen. Wir sammeln ja Wissen an, damit man dieses Wissen kombiniert und denken kann. So, und jetzt kommt der eigentliche Kram. Eine weitere neue Behandlungsoption bietet die gerade in klinischer Erprobung befindlichen neuen Möglichkeiten der sogenannten Antitumorimpfung. Ach, da geht es. Und bei Dr. Hilscher und Friesen, da wird immer noch kein Forschungsgeld rausgerückt und so weiter. Um das wirklich Wirksame, und es berichteten ja vor 10 Jahren die Medien darüber, wie verrückt, um das wirklich wirksame DL-Methadon noch genauer zu erforschen. Bei mir hat es geholfen. Ich werde da noch einen Link zum Schluss anfügen. Ihr könnt euch ja mal, wer es noch nicht weiß, diesen Kanal meinen extra angucken. Da habe ich alle diese Dinge zusammengetragen. So, und jetzt kommt's. Hierbei werden Tumorzellen genauestens auf Schwachstellen untersucht, die von Mensch zu Mensch jedoch unterschiedlich ausfallen können. Mit der seit der Corona-Pandemie bekannten Technik der Boten-RNA, also mRNA, wird dann eine auf den individuellen Patientenfall zugeschnittene Impfung gegen eben diese Tumorzellen entwickelt. Damit kann das körpereigene Immunsystem diese Tumorzellen angreifen. Was mittlerweile alles passiert, brauche ich nicht auf die uns allen bekannten hervorragenden Ärzte und Wissenschaftler zu verweisen, sondern ich mache das mal einfach so. Bei YouTube. Bloß mal kurz. Was ist mit der mRNA alles möglich? Das wäre der erste Artikel. Das kommt von Arte. Oder mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff. Oh, das Projekt BioNTech. Oder wie gefährlich ist der Pieks? Jetzt vor 2 Wochen. Wer sich auskennt, wer meinen Kanal kennt, mich kennt, der weiß, dass ich nur noch Informationen verbreite. Informationen, also Wissen, auf das wir dieses Wissen kombinieren und dann denken können. So, den Rest können wir uns wirklich denken,
Achtung beim Kommentieren, cool bleiben, ne? Es lesen ja auch andere Leute mit und die sollen ja nicht vor den Kopf gestoßen werden. Ich kann nur sagen, erwerbt Wissen. Erwerbt Wissen und dann habt ihr was zum Denken. Alles andere führt in die Katastrophen, die wir schon kennen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen ja schon die Links. Wer mag, kann dann gucken. Und natürlich habe ich dieses ganze Ding unter Eigenwerbung versteckt, damit nicht wieder Werbung geschaltet wird von YouTube. Und das ohne nebenbei, ohne dass ich was davon habe. Ich bin ja schon seit 2 Jahren rausgeschaltet. Egal. Darum geht's nicht. Also, alles Gute nochmal. Bis dann. Tschüss, tschüss.